Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolt-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsbeläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsbeläge herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langloks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Schraube mit Hilfe eines Steckschlüssels und einem 13 mm Einsatz die obere Schraube an der Gewindestange ab. Es kann vorkommen, dass du die Kontermutter am Drehen hindern musst, indem du sie mit den Fingern oder einem 15er Maulschlüssel festhältst. Du kannst dir einen Hammer zu Hilfe nehmen. Mache dasselbe mit der unteren Schraube an der Gewindestange. Nimm den Bremssattel ab. Tipp: Befestige ein Stück Stromkabel oder Schnur an einer der Windungen der Tragfeder. Um zu verhindern, dass der Bremsschlauch beschädigt wird, kannst du ihn ans Kabel hängen, das du zuvor an der Federung angebracht hast. Entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Wechsle die Geräuschdämpfer, wenn du dies möchtest. Reinige mit einer Metallbürste die Enden der Halterung dort, wo die Bremsbeläge gleiten. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Schiebe die neuen Bremsbeläge in den Bremsträger. Löse den Bremssattel. Du kannst nun die Schrauben wieder an der Gewindestange anbringen. Vergiss nicht, die mitgelieferten neuen Schrauben einzusetzen, die bereits mit Schraubensicherung behandelt sind. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.